Его интересовала история, естественно, не общая история, а период отечественной. Er interessierte sich für Geschichte. Natürlich nicht die allgemeine Geschichte, sondern die Zeit des Vaterländischen Krieges. Mir war auch sehr vieles, genauer gesagt das Wichtigste, nicht klar. Wie konnte so etwas passieren? Denn das Volk, unser Volk, opferte in den Vorkriegsjahren alles für die Festigung der Verteidigungsfähigkeit seines Staates. Und ich konnte weder mir selbst noch ihm erklären, wieso etwas, der vernichtende Überfall am Anfang des Krieges, passieren konnte. Er fing an, selber nach den Antworten auf diese ungelösten Fragen zu suchen. Vielleicht so. Ich muss aber noch eins sagen, ohne jetzt anzugeben, er hat ein phänomenales Gedächtnis. Ein Gedächtnis, das ich selten getroffen habe. Mir fehlt das gänzlich. Er hatte ein Gedächtnis für Zahlen, Nummern, Divisionen, für all das. Er hat in seinem Kopf alle Divisionskommandeure des Jahres 41, alle Korpskommandeure, an welchen Schlachten sie beteiligt waren, ihr Schicksal, wo sie gefallen sind. Zur Urlaubszeit fuhr ich heim in die Ferien. Viele, viele Jahre fuhr ich direkt von der Suwarow-Kadettenschule in die Ferien nach Hause. Nach Hause, nach Tscherkassy? Ja, nach Tscherkassy. Dort komme ich an, werde vom Vater abgeholt und dann veranstaltet er mit mir eine Prüfung. Nehmen wir an, ich komme. Wir küssen uns, wir feiern und nachts, ungefähr ab 10, 11 Uhr, veranstaltet er eine Prüfung. So ungefähr bis 8 Uhr morgens, verstehst du? Eine Nacht, die zweite, die dritte Nacht, so sitzen wir mit ihm. Frag ihn doch. So prüfte er mich. Das ist sehr einfach. Nehmen wir mal die einfachsten Fragen an. Die Zahl 16. 16, aha. Die 16. Armee. Die 16. Armee. Wann wurde die 16. Armee gegründet und wo? Am 17. Juni 1940. Gut. Was für ein Gründungsbefehl? Es gab doch einen Gründungsbefehl. Der Befehl 004. Wer hat ihn unterschrieben? Der Marschall der Sowjetunion, Timoschenko. Gut, klar, die 16. Armee. Wo war sie, als der Krieg angefangen hat? Sie befand sich auf der Transsibirischen Eisenbahn. Sie rückte aus. Was war die hauptsächliche Stoßkraft? Das 5. Mechanisierte Korps. Wer kommandierte es? Alexeenka. Gut, wo kam Alexeenka aber her? Von Chalkin-Gol, das ist ein Mann von Schukow. Wie viele Panzer zählte das 5. Mechanisierte Korps? 1056. So, und welche Divisionen? Das weiß jeder. Die 13., die 17. Panzerdivision, die 109. Mechanisierte Division. Nein, das ist nicht alles. Dort war noch ein Kraftradregiment. Natürlich gab es dort ein Kraftradregiment. Wer befehligte es? Belikow. Welchen Militärgrad hatte er? Major. Und später? Später General der Armee. Gut. Wer befehligte die 16. Armee, als sie ausrückte? Michail Lukin. Gut. Und wer war der Stabschef? Scharnin, Oberst Scharnin. Was war er später? Später Leiter des GRU. Verstanden? Wie? Scharnin. Er war zunächst Oberst, dann Generalleutnant Scharnin, Leiter des GRU. Also, sie rücken aus. Wohin? Nach Schepetowka. Gut. Dort stand aber die 152. Infanteriedivision. Ja. Wer befehligte sie? Generalmajor Tschernyschow. Woher kam er? Na klar, aus dem Bereich der militärischen Ausbildung. Lass mich durchatmen. Wozu denn durchatmen? Halt, warte mal, das sind 5 Minuten. Er aber prüfte mich nächtelang, jede Nacht und gleich ins kalte Wasser, damit ich es weiß. Verstehst du? Weil der Mensch das wissen muss. Warum muss er das denn? Na, verstehst du denn nicht? Du weißt es nicht, dann hast du ein schlechtes Leben. Ich aber habe ein interessantes, du aber nicht. Warte mal bitte, was war das für dich? Eine Art Übermut? Gedächtnisübungen? Nein, nein, nein. Leidenschaft? Nein. Wenn man da reinkommt in diese Labyrinthe, dann ist das so interessant. Verstehst du? Ich habe mal jemand getroffen, für den war es äußerst interessant, Leichen zu sezieren. Und er erzählte mir dann, wie er sie öffnet, wie er da schneidet. So etwa ist es auch bei mir. Das ist unheimlich interessant. Atemberaubend interessant, wenn ich jeden General kenne. Wie viele Generäle gab es im Jahr 41? 1056. Gut. Und nun fange ich an. Ich kann über diese Dinge stundenlang erzählen. Die Zeitung Roter Stern schrieb zum Beispiel, naja, es wurde ihm dort bestimmt geholfen. Ich sage aber, halt, halt, meine Herren und Genossen, halt, holen Sie bitte Ihren Verteidigungsminister, diesen Pavel Kratschow. Setzen Sie ihn hier hin.
Stellen Sie 3 Fernsehkameras auf. Wir werden miteinander diskutieren. Wir werden uns unterhalten. Holen Sie Ihr Institut für Militärgeschichte. Wir werden miteinander diskutieren. Bitte. Ich bin ein Spieler. Ich bin bereit, hierfür zu kämpfen. Sie können mich vielleicht irgendwo stellen. Doch wenn Sie mich auch irgendwo stellen, dann ist es nicht deswegen, weil ich etwas nicht kenne, sondern nur deshalb, weil mir ein solches Dokument in die Hände geraten ist. Ich kenne dieses Dokument. Es kann sein, dass ich ein fehlerhaftes Dokument habe, doch das, was im Dokument drinsteht, das kenne ich. Ich fotografiere das mit meinem Blick, nehme es ins Gedächtnis auf und behalte es dort für immer. Wie auch immer, den ersten Schritt, wie man sagt, machen wir selbst, dann aber führt uns das Schicksal weiter. Den Klugen führt es, den Dummen schleppt es dahin, so sagten die Alten. Den ehemaligen Kadettenjungen Resun warf eben dieses Schicksal nach London. Und wir trafen ihn im Haus des ehemaligen sowjetischen Dissidenten Wladimir Bukowski. Haben Sie kein Mitleid mit der unglücklichen Generation, die am Krieg beteiligt war und der jetzt, am Ende ihres Lebens, das Buch von Suworow auch noch sagt, dass sie diesen Krieg wegen schrecklicher Ziele geführt hat und nicht wegen der Verteidigung ihrer Heimat? Ist es nicht schwer, heute, nachdem dieses Buch in Millionenauflage in Russland veröffentlicht wurde? Wissen Sie, ich bin kein Teilnehmer jener Ereignisse. Ich habe kein Recht, im Namen dieser Menschen zu sprechen. Ich kannte viele von ihnen sehr gut. Ich kannte zum Beispiel Viktor Nekrasow sehr gut. Oder sagen wir meine Tante. Sie hat auch im Krieg teilgenommen und ist eine große Verehrerin von Suworow. Ich schenkte ihr ein Buch mit seinem Autogramm und sie hat es buchstäblich verschlungen. Die Reaktion dieser Leute, ehrlicher Leute, die wirklich an dem allem teilgenommen haben und ihr Leben riskierten, sie ist eine ganz andere. Sie streiten nicht, sie empören sich nicht, sie lesen dieses Buch mit gewaltigem Interesse. Sie interessieren sich für Details, sie erkennen plötzlich ihr eigenes Leben aufs Neue und verstehen, Teilnehmer welcher Ereignisse sie waren, was das alles bedeutete. Für sie ist es viel interessanter. Ich habe in der Tat noch keine Menschen getroffen, die an diesen Ereignissen teilgenommen, wirklich teilgenommen haben, die mit Bitterkeit oder Hass auf dieses Buch reagierten. Das gibt sie leider. Naja, was soll's. Es gibt verschiedene Menschen. Ich habe solche noch nicht getroffen. Verstehen Sie doch, in Wirklichkeit leugnet das Buch keineswegs die Größe dessen, was Sie getan haben. Sie konnten ja das Spiel hinter den Kulissen nicht kennen. Sie konnten nicht wissen, was Stalin vorhatte, was er meinte. Sie hatten eine ganz klare schwarz-weiße Situation vor sich. Ihr Land wurde überfallen und sie verteidigten es. Und dafür soll ihnen Ruhm und Ehre zuteil sein. Und keiner kann ihnen in diesem Zusammenhang etwas vorwerfen, richtig? Somit mindert es nicht ihre Verdienste, doch es stellt uns ganz anders diese Macht dar, die noch viele Jahrzehnte nach dem Kriegsende über dieses Land herrschte und die halbe Welt terrorisierte. Wissen Sie, darin gibt es, wenn Sie so wollen, auch eine Heldentat des Aufklärers. Nach der Analogie mit dem bekannten Film. Die Art, wie Suworow die stattgefundenen Ereignisse sieht, ist die Sichtweise eines Geheimdienstmitarbeiters. Er betrachtete diese Ereignisse nicht wie ein verblendeter Historiker, der beweisen muss, wie schrecklich Hitler war und so weiter. Er betrachtete diese Ereignisse wie ein sachlicher Analytiker und Geheimdienstler. Zog aber Schlüsse daraus wie ein Politiker. Schlussfolgerungen können in der Politik verwendet werden. Er hat aber die Analyse wie ein Fachmann, wie ein Geheimdienstmitarbeiter vorgenommen. So schaute er zum Beispiel auf die Truppenaufstellung. Wenn man ihn damals beauftragt hätte, die Aufklärung der damaligen Lage vorzunehmen, Truppenaufstellung, Bekleidung, Ausrüstung, so hat er diese Analyse auch gemacht. Er hat sie als Geheimdienstler gemacht und daher ist diese Analyse vollkommen unbestritten. Sie ist genau, sie ist wissenschaftlich. Die politischen Schlussfolgerungen aber, meine Herren, können Sie selbst ziehen. Doch sie sind laut diesem Buch eindeutig. Natürlich, vollkommen eindeutig. Dieses Buch kritisiert nicht nur Stalin, sondern auch Hitler. Und ich sage hier in diesem Buch, Hitler ist ein Menschenfresser. Doch ich sage, wenn Hitler ein Menschenfresser ist, dann folgt daraus auf keinen Fall, dass Stalin ein Vegetarier ist. Stalin aß auch Fleisch, Menschenfleisch. Er vernichtete auch Millionen von Menschen. Ich wollte keinen beleidigen. Vielleicht fordert das Buch heraus und ist eine Ohrfeige. Es ist ein schreckliches Buch, ein fürchterliches Buch. Und wenn es nötig ist, dass ich zurückkehre und dort vor Gericht erscheine, dann bitte, ich kehre zurück und stelle mich. Bitte, das erkläre ich vor ganz Russland. Gut,
Guten Abend, Freunde. Unser BBC-Kollege, der vor kurzem aus Moskau zurückkehrte, erzählte, dass in den Metro-Unterführungen geschäftstüchtige Mütterchen mit einem Buch in der Luft wedeln und schreien: Eisbrecherchen, Eisbrecherchen. Es geht dabei, wie Sie bereits verstanden haben, um das Buch von Viktor Suvorov, Eisbrecher, das vor kurzem in der Heimat in einer mehrere tausend zählenden Auflage erschienen ist. 300.000, um genauer zu sein. Wegen der Veröffentlichung dieses Buches meldeten sich viele Zeitungen zu Wort. Das Buch ist umstritten und die Meinungen darüber sind sehr kontrovers. Doch gemessen an der Reaktion hat dieses Buch sehr viele Menschen berührt. Das Interesse an diesem Buch ist wahrlich landesweit. Erlauben Sie mir, meine Damen und Herren, Ihnen vorzustellen, Viktor Suvorov. Also das Buch Der Eisbrecher, das umstrittenste, das skandalöseste Buch des Jahrzehnts. Unser Kollege von der BBC hat sich geirrt. Die erste Auflage des Buches in Russland zählte 3 Millionen. Was ist das eigentlich für ein Buch?